Kalle Kiesand. Heute mit Vorzeichen hier angereist zum Topspiel. Es war zwar kein Topspiel, aber sie hatten in der zweiten Halbzeit alles in der Hand. Das hat nicht wollen, das Ziel und das, die Etappe heute zu erfüllen. Nein, wir haben uns ein klar verfehlt, muss man klar sagen. Halbzeit 1-0 war eigentlich ein schönes Spiel. Sag ich mal, Franz Osnack mit dem Torerfolg abgeschlossen. Der berechtigte Elfmeter brauchen wir gar nicht so zu diskutieren. Aber die waren ja im Schockzustand nach dem 1-1. Warum hat es ihre Mannschaft nicht geschafft, da den Todesschuss zu setzen? Ja, das war ganz klar. In der ersten Halbzeit haben wir keinen Zugriff gehabt, waren so weit von der Gegenstand weg. Hat Osnack auch kampfbetont gespielt und Druck gemacht. Zugesetzt, da haben sie auch verdient geführt, in meinen Augen, weil wir auch keinen einzigen Torschuss in dem Sinne hatten. Und dann haben wir in der Halbzeit ein bisschen geredet und sind auch aus der Halbzeit positiv gekommen. Machen in der 49. auch verdient durch den Elfer, klar berechtigt der Elfer, das 1-1. Und da haben wir vergessen, weiter Druck zu machen, weil danach waren die aus dem Spiel und unsicher und etc. Und wir haben einfach auch keine Körner mehr. Die Spiele, die wir letzten Jahre jetzt hinter uns haben, die haben uns schon mächtig zugesetzt. Wie gesagt, Ende Saison dann innerhalb 5 Tagen 3 Spiele zu machen, habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist unmöglich. Und bei 18 Spielen in der Rückrunde kam nichts mehr. Und da haben wir gehofft, dass wir das 1-1 über die Zeit kriegen. Machen dann auch noch die Ecken am langen Freistoß und passen dann einmal komplett nicht auf in der Mitte. Das darf uns nicht passieren. Wir haben heute einen verloren mit gelb-rote Karte. Sie hatten teilweise 2 Spieler mehr auf dem Platz. Teilweise, sage ich jetzt, Koschkin hat dann 2 verloren. Einmal gelb-rot-rot und gelb-rot. Es war ja viel Platz auf dem Platz, auf dem Felde zum Schluss. Wie gesagt, Ihre Mannschaft hat es wahrscheinlich aufgrund der Kräfte nicht mehr geschafft. Ja, also 85 Minuten sind wir mit einem Mann mehr. Das war jetzt 5 Minuten, letztendlich 7 Minuten oder 8 Minuten mit Nachspielzeit. Und dann in dieser Hektik war es natürlich kein Vorteil mehr. Die machen auch eine Unterzahl dazu, wo sie dann einmal nach vorne noch versuchen, was zu machen. Die liegen die leider. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Jetzt mit 2 Punkte minus fahren wir nach Hause. Letztes Spiel nächste Woche. Zu Hause gegen Neffeltal. Ne? Das Spiel der Spiele. Die Vossenacker müssen gehen in Pingsheim. Also rein rechnerisch oder tabellarisch gesehen ist es schon schwierig jetzt. Ne? Ja, das ist vollkommen richtig. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir am Sonntag unsere Hausaufgaben machen, weil mir bleibt doch nicht mehr so viel Personal. Es fehlt mir wieder einer durch Gelb-Rot. Das kommt ja nicht besser dadurch. Lokalkampf ist sowieso immer was anderes. Ne? Und dann der Tabellenletzte Pingsheim. Ob der nochmal die Courage hat, sich da voll reinzuhängen und den vielleicht unentschieden abzusetzen, das würde ja reichen, wenn wir unsere Hausaufgaben aufmachen. Das bleibt abzuwarten. Ne? Also sagen wir erstmal, Vossenack ist durch. Vielen Dank.